Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest. Mit einem gruseligen Ton hier. Ja, ich weiß, Halloween ist schon ein paar Tage her, aber ja, Bad Hügelsdorf hat hier ein neues Update in der Version 1.4 jetzt schon rausgebracht mit einem, ja, Halloween-Chrono-Event. Und dieses wollen wir uns hier heute mal anschauen. Ja, wie seid mit dabei? Wir fangen das Ganze natürlich mit dem, ja, Bad Hügelsdorf 2020 MAN. Und dementsprechend, ja, lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, die Performance von Bad Hügelsdorf ist kein Geheimnis, ist natürlich ein bisschen tricky, aber wir gucken natürlich, dass wir hier durchkommen. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auf das Corona-Event, denn hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich das natürlich schon am Samstag veröffentlicht. Ja, davon, dass ich aber jetzt erst davon in den ÖPNV-News mitbekommen habe, wollen wir uns das Ganze, wie gesagt, hier heute mal anschauen. Mit dabei natürlich hier diese super gruselige Musik hier. Wir haben hier Kürbisse verteilt, wie ihr es schon da hinten sehen könnt, an der Treppe. Ja, und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet, hier in diesem wundervollen Szenario. Dementsprechend springen wir mal rein. Und ja, lassen uns mal überraschen, was uns hier erwartet heute in der Folge. Die ganze Fahrt dauert irgendwie so um die 30 Minuten. Wir sind ein Shuttlebus, Halloween-Shuttle nennt sich das Ganze. Und ja, spielt natürlich am 31.10.2020. So, ne? 2, 10, 5, 2 und 15, 0, 6, 7. So, wir sind auf der 0, 0, 0 und auf der 7. Die Halloween-Linie. Gruselig. Ja, wie gesagt, man hat diese stehenden Bilder. Ich weiß nicht, das ist tatsächlich nur bei Bad Hügelsdorf und zum Beispiel bei Karten wie München oder sowas. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann das ernsthaft nicht beantworten. Also ich habe ja nun wirklich einen starken Rechner mittlerweile, aber das will ich hier immer irgendwie nicht. Wenn ihr bessere Einstellungsmöglichkeiten habt, dann lasst mir doch gerne mal da eure Info da, wie ihr das macht, damit Bad Hügelsdorf bei euch flüssig läuft. Würde mich mal mega interessieren. Auch die Minimap ist super verwirrend, ja, ich bin hier schon das erste Mal komplett falsch gefahren, dementsprechend durfte ich das Ganze dann, ja, nochmal neu wieder machen, also die jetzige Fahrt, dementsprechend lassen wir uns jetzt mal überraschen, ob wir das jetzt hier hinbekommen heute. So, boah, guck mal her, wie das ruckelt, ja, hier ist nichts, ich weiß nicht. Bad Hügelsdorf ist ja wirklich eine schöne Karte, ja, ich bin ja wirklich ein Fan von der Karte Bad Hügelsdorf, ja, obwohl sie halt wirklich, ja, performancemäßig schon recht schlecht läuft. Halli, hallo, hallo. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Mahlzeit. Aber ich finde das Ganze halt ziemlich interessant, wie das halt aufgebaut ist, ja, mit wie viel Liebe zum Detail hier in der Karte drin steckt. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das war jetzt wieder eine Minute zu viel. Aber er hat schnell geladen, Gott sei Dank. So, wir müssen leider die Hilfspfeile anmachen, weil sonst verfahre ich mich hier und das wäre natürlich ein bisschen unschön. Dementsprechend verzeiht es mir, wenn ihr jetzt hier diese Hilfspfeile seht. Muss aber auch dazu sagen, ich war noch jetzt nicht wirklich oft in Bad Hügelsdorf unterwegs. Deswegen kenne ich mich persönlich jetzt hier auch noch nicht so ganz so hundertprozentig aus. Obwohl das hier schon mal gut anfängt, weil hier ist nicht mal irgendwie abgebildet, dass wir hier langfahren sollen. Naja, wir wissen es aber. Denn unser nächster Halt ist Waldeck. Ich finde diese Idee immer schön, ja, die man sich hier immer so einfallen lässt. Wünschte ich mir tatsächlich bei vielen Addons, dass man hier so eine Chrono-Events einbaut. So zu Weihnachten immer mal wieder, so mit Weihnachtsmärkten und alles sowas. Ja, das wäre himmlisch. Oh, Blaulicht. Ist auch schon relativ spät hier alles. 23.30 Uhr haben wir es. So, Waldeck halten wir natürlich nicht an jeder Haltestelle an.
Ja, hier, die meine ich ja. Diese fiesen Hänger hier. Geradeaus weiter. Haben wir Licht an? Ja, haben wir. So. Weiß zwar nicht, wie man das hier schaffen soll hier, aber gut. Das soll irgendwie funktionieren. Unsere Zeit läuft nämlich runter, obwohl wir pünktlich abgefahren sind. Überpünktlich sogar ein bisschen. Aber wir haben hier... Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich will jetzt hier natürlich nicht blenden. Wir haben jetzt echt Verspätung jetzt hier. Das ist schon zur ersten Haltestelle. Eieiei. Nimm mir die Vorfahrt. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Überall die Kürbisse verteilt hier. Fantastisch. Ach man, immer diese stehenden Bilder, ja, das schadet der Karte, finde ich. Aber sowas von. Ja, du wirst nämlich komplett dann rausgerissen aus der Illusion, dass du hier wirklich jetzt gerade hier unterwegs bist. Leitstelle Wagen am 507. Wir hören. Ich habe hier zwei junge Fahrgäste, die beschmieren hier den Bus mit Eddingstift. Bitte die nächste Haltestelle anfahren. Wir schicken die Polizei. Okay, aber dann lasse ich keinen raus, oder? Nein, das wäre ja nicht klug. So. Guten Abend. Guten Abend, das ist doch die Stimme von Doc Omsi, oder? Finde ich richtig gut gemacht. Ja, es kamen ja natürlich noch ein paar andere Chrono-Events dazu. Wie zum Beispiel auch Konzert und alles. Was ist, wenn wir uns alles jetzt angucken? Ich weiß sowieso nicht, warum ich... bis dato noch nie gemacht habe, warum ich diese Krone-Events tatsächlich nie gespielt habe. Hey, sagen Sie mal, haben Sie zu viel Eisen gefressen oder was? Das ist ja wie der letzte Dreck. Ja. Das Problem ist, dadurch, dass ich die Karte ja sowieso schon kaum fahre, weiß ich natürlich jetzt nicht, wie die Abstände sind, ne? Von den Straßen und alles was. Habt ihr denn euer Halloween verbracht? Habt ihr da schon irgendwie was Bestimmtes gemacht? Oder wart ihr zu Hause, habt euch Horrorfilme reingezogen? Ja, dann könnt ihr ja gerne mal euren Tag einfach mal so aufschreiben, was ihr am Samstag gemacht habt, oder habt ihr einfach, weil Halloween einfach nur ein Quatschtag ist. Schreibt es mal rein. Wir haben ja so ein bisschen Horrorspiele gespielt auf Game Channel LP. Spaß gemacht.
das ist jetzt ein Dino-Park. War sogar ein Skelett gewesen, habt ihr gesehen? Hä? Muss ich doch gar nicht hin, oder? So wie Sie fahren mit Ihrer schlechten Laune, ey. Ich glaube, ich werde mich wohl bei Ihrem Chef beschweren müssen. Ey, was für eine Rotze. Doch gar nicht jetzt hier dran, oder? Ah doch, Kräuterkundler, da. Guten Abend. Das Gerät verwirrt mich zutiefst, ja. Schon Fernlicht an. Es ist so dunkel. Ich sehe kaum was. Ja, es ist. Aber stimmt, mir fällt doch gerade ein, dass wir gar keine Ansagen haben, oder? Auf ein paar Teile waren wir doch jetzt gerade. Ich verstehe das Gerät halt nicht. Das ist halt mein Problem. Der Matte. Weise Halloween hier rechts. Sportflugplatz. Leitstelle für Wagen 501. 501, wie hören. Mein Bus ist vollständig überfüllt und ich habe schon eine Viertelstunde Verspätung. Wagen 501, wir wissen darüber Bescheid. Wagen 548 hatte einen technischen Defekt und ist dadurch ausgefallen. Gut, dann weiß ich Bescheid, dann rechne ich mit noch mehr Verspätung.
muss mich hier echt konzentrieren, ja. So, wir fahren jetzt wieder zurück. Ah, ich verstehe. Irgendwie. Alles wieder zurück. Waldmannslust, Waldeck. Wieder. So, Gewerbegebiet, bla bla. Finde ich cool, mit dem Skelett, was da stand. Ach ja, das ist schon. Das ist schon toll hier. Wie gesagt, davon gerne. Jetzt passen Sie mal gefälligst auf. Ja, du kannst dich ja festhalten oder dich hinsetzen. Dann würdest du jetzt hier nicht so rumjammern. Was soll ich jetzt sagen? Jetzt hat er mich rausgebracht. Finde ich cool, ja? Also das könnten dann halt wirklich andere Karten dann ebenfalls dann machen, ja. Hat so eine typischen Krone-Events wie Weihnachten oder Tag der Deutschen Einheit oder Ostern oder was ich. Ja, das wäre natürlich schon ziemlich feine Sache. Und laden, danke. Guten Abend. Ja, hallo. Ich brauche jetzt nur ein Ticket für ein, zwei Haltestellen, also eine Kurzstrecke, danke. Kinderkurz, Erwachsenenkurz. Ja, danke schön. Ist ja ein bisschen gruselig, hier die Stimme von Doc Omsi zu hören. Aber der ist cool. Schaut doch mal vorbei bei Doc Omsi. Auch ein sehr sympathischer Let's Player, Streamer. Hängt immer zusammen mit Train und Onsim TV. Der ist auch vollkommen in Ordnung. Ein bisschen. Meine lieben Kollegen, ich wollte euch nur informieren, dass es in der Kirche in Rechelsberg zu Stau kommt. Da wohl manche nicht wissen, wie die Vorfahrtsregeln sind. Ja, ich hoffe, ihr werdet gut durchkommen. Allmächtiger. Die Kürbisse verdrehen. Finde ich richtig geil. Ja? Hier auch so eine Käfige, ja. Ach ja. Schön, schön.
passen Sie mal gefälligst auf. Ja, manche Kurven sind hier schon sehr unrealistisch. Das merkt man dann immer an so einer fiktiven Karten immer extremst an. Nach links, wa? Nee, obwohl, oder doch, ist nach links. Wir müssen nach links. Ich sehe nichts. Wäre da jetzt eine Mittelinsel gewesen, ich hätte da nichts gesehen. Weil da verspätet schon wieder noch mehr. Hohe Berg. Gewerbegebiet. Oh. Also mehr als irgendwie aufs Gaspedal auftreten kann ich nicht. Ich würde mich an die Geschwindigkeit hier halten. Das geht nicht. Hallo, mehr kann ich nicht machen. Steigt ja aber mehr. Weiß nicht, soll ich hier durchrasen oder wie? Das ist ja Wahnsinn. Jetzt hier ist der Dino Park. In der Nacht hier zum Dino Park, ey. Ja, haben sie die Eichen gefressen oder was? Das war ja wieder der letzte Dreck. Die Kurve die war auf einmal gerade sehr, sehr steil. Schienenersatzverkehr, der sollte so in 15 bis 20 Minuten da sein. Okay, ich warte dann.
Guten Abend. Guten Abend. Guten Was gut Abend. Bitte. Dankeschön. Eine Hallo? Kinderkarte, bitte. Vielen Dank. Diese Musik, ja, die ist ja großartig. Ich glaube, ich werde mich wohl bei Ihrem Chef beschweren. Ach ja, meckert mal alle. Meckert mal ruhig alle. Alle wieder aussteigen. Ey, kriegst die Verspätung hier nicht mehr raus. Ja, das ist fast unmöglich. So. Ich muss da jetzt nicht wieder halten, okay? Ja. Soll eigentlich eine halbe Stunde gehen, die Aufgabe. Bloß das Witzige ist, wir sind schon bei einer halben Stunde und wenn ich da so sehe, was da noch alles auf uns wartet, dann weiß ich auch nicht so recht. Blitzer. Du kannst doch hier ja nicht mit 70 rumbrettern, ohne dass die da rumheulen da. Da gerade ein Auto. Da ist es. Danke. Und wieder hier ist nichts. Puh.
zu. Es ist so dunkel, ich würde gerne mehr sehen. Wahrscheinlich seht ihr höchstwahrscheinlich noch weniger als meine Wenigkeit. Ja, ja, wir sind wieder im Zentrum. Ja. Da hast du wieder einen Hänger nach dem anderen. Dum, dum, dum. Leitstelle für Wagen 503. Leitstelle hört Wagen 503. In der Stadt riecht es verbrannt. Ist euch da was gemeldet worden? Keine Ahnung. Wir prüfen es mal bei der Feuerwehr nach. Danke. Wird es Yvonne? Haben die da zusammengearbeitet, alle da? Oder wie? Mysteriös, Leute. Mysteriös. Das ist mir beim ersten Mal gerade aufgefallen. So, Bussteig 5. Boah, wo ist denn jetzt hier die 5? Da. Das Bussteig 6. Oh geil, jetzt hätte ich mir vollkommen sparen können hier. Das ist aber das, was ich meine, ja, an Bad Tirgitzhof, was mich persönlich immer extremst nervt, ja, diese richtig stehenden Bildern. Große Dollenstraße. Schweigerotplatz. Toll. Schön, dass hier zwei verschiedene Sachen stehen. So, zweite Ausfahrt. Die Zeit läuft immer weiter hoch. Hier war auch noch eine rote Ampel. Traumhaft. Nachts wahrscheinlich juckt das sowieso kein, wenn du zu spät kommst oder sowas. Fährt ja kaum noch einer. Ich meine, hier drei Fahrgäste, hier kutschierst du hier rum. Aber denen juckt das denn nicht, wenn du hier, wie gesagt, halt ein paar Minütchen drüber bist oder zu früh bist oder was weiß ich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Bad Tirgitzhof schaffst du nicht in der Regel pünktlich zu sein. Ich weiß nicht, wie du hier fahren sollst, aber wahrscheinlich nicht nach Verkehrsregeln.
mir damals schon bei den schon aufgefallen, dass du hier immer zu schnell fahren musst, damit du das hier packst. Marcel. Hallo. Guten Abend. Ich hätte gerne einmal ein Ticket, bitte. Ach doch, das sind die Ansagen. Ah, die haben doch Ansagen hier drin. Gut, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, tatsächlich. Da gibt es hier ein Addon von Knolli und Yvonne. Mit Doc Omsi. Ist ja wunderbar, dass ich den Trend Omsi TV noch nicht gehört habe. Interessant, interessant. Macht das Addon nochmal gleich viel sympathischer. Meiner Meinung nach. Sonst, das Event ist eigentlich recht putzig. Die Linienführung ist jetzt ein bisschen übelst verwirrend. Ja, auch, ja wie gesagt, ich mag es nicht so wirklich jetzt hier nachts zu fahren, weil A, seht ihr weniger. Ja, es sind doch schon relativ duster ja alles. Und, Leitstelle für mein Bus macht seit ca. 5 Minuten eigenartige Geräusche. Hört sich an wie ein Schleifen. Wagen 507, die Fahrt bitte an der nächsten Haltestelle unterbrechen. Wir schicken einen Werkstattwagen. Dankeschön. Oh, jede Ampel rot ist. Dann kommst du natürlich richtig zügig voran hier. Und schon wieder 3 Minuten Verspätung. Es ist unglaublich. Sag ja, du kriegst die Zeit hier in der Regel nicht raus. Hast du ja einmal eine Verspätung drin, hängst du die. Ja, denn du rast hier mit 70 hier durch oder sowas, dann machst du vielleicht mal 10 Sekunden vielleicht gut hier, aber das ist ein bisschen zu knapp. Wie gesagt, jede Ampel ist rot. Was sagen, ich kann ja gerade jetzt abbiegen, oder? Hier fehlen jetzt nämlich die Halloween. Nur weil sie einen straffen Fahrplan haben, müssen sie nicht fahren wie der letzte Henker. Achso, war die kleine, ne? Da kommt unsere. Fahren. Mensch. Boah, ey.
Ich weiß nicht, was er hier ruckelt. Also es ist unglaublich. Hallo. So, rechts rum. Wir sind gleich da, Leute. Wir haben es geschafft. Das macht so diese Karte kaputt, wirklich. Dieses Geruckel hier. Das nicht, also das ist halt super lästig, diese wirklich stehenden Bilder. Ja. Also, da kann man sich halt immer wieder aufregen drüber. Ich meine, der Bauer das natürlich nicht wollte, ja, das ist natürlich logisch. Ich meine, spiele ich das Ganze auf normalen Settings oder sowas, friest OMSI bei mir komplett ein, trotz 4GB Patch und alles sowas. Also das ist schon ein bisschen schade. Das ist halt wirklich, nur bei zwei Addons habe ich dieses heftige Problem und das ist halt wirklich Bad Hügelsdorf und München, ja, also das ist halt wirklich steht halt alles, ja, das Das kann denn auf den Leim gehen, wirklich. Grüß Gott. Guten Tag. Ich brauche eine normale Fahrkarte. Dachi. So, ha, sind wir durch, Leute. Also, ich find's witzig. Ja, wie gesagt, trotzdem, Performance in Bad Hügelsdorf hat sich leider meiner Meinung nach überhaupt nicht verbessert. Wir haben sie ja nun schon jetzt sehr lange nicht mehr gefahren. Aber da ist definitiv noch Luft nach oben, was die Performance angeht. Wie gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, woran es jetzt liegt hier. Oh, ey.
Ah ja, ich komme hier jetzt wieder nicht. Doch. So, ja, zweimal zu spät, leider. Das hat leider nicht so funktioniert. Ja, Leute, das soll es aber von meiner wenig heute... Nein, jetzt habe ich schon Sätze übersprungen. So, das soll es von mir heute gewesen sein, hier mit der Halloween-Linie hier in Bad Hügelsdorf 2020. Könnt ihr natürlich gerne alles nachspielen. Ist natürlich alles in dem neuesten Update in der Version 1.4. erhalten. Wir werden uns bestimmt noch hier die ein oder anderen Chrono-Events jetzt hier in den nächsten Tagen bestimmt hier anschauen. Würde ich mich natürlich freuen, wenn du wieder dabei bist und verabschiede mich, bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss!